So, 3, 2, 1, willkommen zurück zur The Banner Saga 3. Das ist jetzt der zweite Versuch, Folge 28 aufzunehmen. Ich hoffe, wir haben nichts verpasst und das ganze Geschehen wird jetzt einfach nochmal wiederholt. Okay, da Juno und Elvia, wir springen in die Tiefe, in das Loch hinein. Krug in der Hauptstadt ist ja gefallen. Da versuchen wir mit den Magiern einen rettenden Lichtzauber, um die Stadt zu errichten. So, jetzt kommt wieder, wird geladen. Und da ging es beim letzten Mal nicht weiter. Jawohl, es geht weiter. Die Karawane versank lautlos in völliger Dunkelheit, bis du jedes Gefühl für Zeit und Ort verloren hast, ehe Halluzinationen und Wahnsinn einsetzen konnten, hatte ich Junos Berührung sanft in einen schlafenden Zustand versetzt und von dem Schlimmsten geschützt. Nun kündigt ein fahles Licht den herannahenden Grund an, wie eine Insel, die aus der nächtlichen See ragt. Die ganze Zeit über hat niemand über den Verlust von Volker gesprochen, doch im Fallen war die Erinnerung an sie immer bei euch. Jetzt, wo ihr den Boden berührt, ist es wie ein Abschluss und Neuanfang. Das Gehen fühlt sich für dich an wie eine vollkommene neue Tätigkeit. Das hier ist die innere Erde, sagt Juno in die Runde. Das ist eine Höhle, schimpft Olli. Beeindruckt mich nicht. Im Zwielicht sieht Juno durch und durch geisterhaft aus. Sie bedeutet euch, ihr zu folgen. Wartet ab, bis wir erst heraus sind. Na gut, also mit der Gruppe sind wir in ein riesiges Loch gesprungen. Bollwerk hat Dingsbums getötet. Und ich kann schon wieder nicht weiter erzählen. Okay. Das Licht der Magier erzeugt an den Klippen ein bizarres Schauspiel. Schatten tanzen über die scharfen Kanten und weitere Hohlräume. Ach, seufzt jemand. Fast entschuldigend. Kann sein, dass ich ein Problem habe. Was denn? Dütsch sitzt auf dem Boden. Ihm scheint ein Bein zu fehlen. Aber auf dem zweiten Blick wird klar, dass es von einem tiefen, engen Loch verschlungen worden ist. Der Boden ist übersät damit wie ein Korallenriff. Au! Fährt er fort. Au, au! Aber Olli hält ihm schnell den Mund zu. Ihr könnt es alle in der Nähe hören. Ein Schaben aus Stein durch Stein. Die Waffen ziehen und Dütsch umgeben. Dütsch so schnell wie möglich aus dem Loch zerren. Die Angreifer mit einer Finte von Dütsch ablenken. Komm, wir ziehen einfach Dütsch raus. Dütsch schreit auf und Blut strömt durch das Loch. Wie durch einen Abfluss. Du erwartest einen Stumpf zu sehen, aber stattdessen hat der rasiermesserscharfe Rand des Steinbodens eine Furche in sein Bein gerissen. Er wird es wahrscheinlich überleben. Schilde, rufst du. Als aus der Finsternis geräuschvolle Kreaturen hervordringen. Geräuschvoll. Okay, verletzt. Dütsch. So. Den Großen nehmen wir mit.
Tonika. Back nicht den Humor da lieber rein. Ein paar starke. Die Hexe. Überlegen, überlegen, überlegen. Befördern dich mal. Ach so, wir haben nicht genug Punkte. Abbrechen. Scheiße. Du gehst trotzdem mal hoch. Olli. Rüstung, Rüstung, Rüstung. Komm, nimm dich mal rein. Zuschlagen. Drei Rüstung. So, das ist unsere Truppe. Mal schauen. Ich glaube, Fernkämpfer waren jetzt dummerweise nicht dabei. Ah, Gott. Hässliche Viecher. Reiß dich zusammen, Dötsch. So. 15:21, boah. So, versuchen wir es mal mit dieser Aufstellung, dann mal ab in den Kampf. Abwarten. Deformierter. Ah, er buddelt sich ein oder was? Was ist denn da los? Wo kommt der raus? Okay, nutzt mir nichts, dann basten wir nochmal. Okay, das ist zumindest schon mal ein wenig näher. Und machen wir mal einen Rüstungsangriff. So, wo will der hin? Der buddelt noch weiter. Was zur Hölle? Oh, der will hier rauskommen scheinbar. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. 13. Lauf mal hier hin. Ah, dann dürfen wir nicht weiter agieren. Das ist ja... eine richtig miese Sache. Okay. Angriff auf dich. Ach. Ja. Na, Dicke kommt. 17. Ah, das ist ganz mies. Aber was soll's. So viel brauchen wir doch nicht im Leben. So, Kollege. Was hast du für Fähigkeiten? Steinmauer, Blutpflege.
So. Ach, der hat ihn wie festgehalten. Gemeine Sache. Okay, wer wird jetzt von ihm blockiert? Kurz schauen. 13, 2. Gehst mal dahin und machst mal einen Rüstungsangriff auf ihn. Ja, das Vieh buddelt sich schon wieder ein. Wow, wow, wow. Gott. Komm. Wir gehen einfach davor. So. Wir hauen jetzt mal richtig auf die Kacke. So. Mädel. Mach dem mal ein Ende. So. Rosa. Kritischer Treffer, jawohl. So, dann nächste Dicke kommt. Nein. Hässliche Löcher überall. Aua. Gut, Kollege. Du willst es nicht anders. Gehen auf ihn. Und zwar auf die Rüstung. Dieses fiese Ding haut schon wieder ab. Und hält unseren Mythos zurück. Okay, er kann leider nicht weiterlaufen. Ein Schritt zurück, was hast du denn? Vorschub, Wirbelwind. Wähle einen Verbündeten aus, der nächste Initiative erhalten soll. Ihn. So. Aua. 11. Komm. 11. Das ist ja fast schon ein Todesurteil für dich. Das war ein Todesurteil für dich. Ja, wieder läuft zur Seite. Wir laufen mal um ihn herum. Fähigkeiten verwirren. Das anvisierte Okay, wir versuchen dich zu verwirren. Okay, er greift seinen eigenen Mann an. Sehr schön. Glaube ich zumindest. Was war das jetzt? Für eine Sauerei. Geht erstmal auf die Rüstung von ihm. Das dumme Vieh buddelt wieder. Will wohl jemanden festhalten von meiner Truppe. Nicht sicher. Er stellt sich einfach den Weg. Nein, er buddelt weiter. So. Wen greift er sich? Keine Ahnung.
Angriff. Rüstungsangriff. Hatsch. Schön, die Rüstung geht. Wow, wow, wow. Scheiße, was hat der denn für eine Kraft? Holla. Wer ist dran? Wer ist dran? 6, komm. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Alles, was wir an Schaden aufbieten können. Los jetzt. Mach dem ein Ende. Hui, hui, hui. Glück gehabt. Plündermodus. Ich weiß nicht, was Plündermodus bedeutet. Aua. Oh Gott, Juno. Juno, lauf mal hier hinter. Zu beenden. Kollege, du musst mal auf die Rüstung gehen. Und du haust einfach mal so fest drauf, wie du kannst. Oi, 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 danke. Massive Verluste. Sieg. Belohnung, Beförderung für Iva und Konsequenzen. Sigbjörn verletzt, Kumor verletzt, Valgard verletzt. Zwölf Ansehen dazu. Scheiß Dreck aber auch. Gut, ich glaube, da beenden wir mal die Folge hier. Ich sage tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal bei The Banner Saga 3. Tschüss, ciao, bye bye.